Mir boller wurscht, was der andere gesagt hat, dass er das noch nie gesehen hat mit einer Oberfräse und einem Forstnerbohrer. Ich mache das jetzt weiter. Tja, ob jetzt allerdings unten das Plexiglas böse geschmolzen ist oder nicht, das werde ich und ihr erst wissen, wenn ich die Schraubzwingen wegmache und das Ding hier wegnehme. Ja, weil Plexiglas drunter, dann nachher bloß oben drauf und fertig. Naja, nochmal mit Plexiglas. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Das kann ich dann beantworten, wenn es fertig ist. Leute, ich sag's euch, ein übler Gestank und Smog ist mittlerweile hier drin durch das Plexiglasfräsen. Ekelhaft, echt ekelhaft. Aber jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze aussieht. Ob das Ganze von Erfolg gekrönt war oder scheiße ist und ich ja die knapp 20 Euro für die Plexiglasscheibe abschreiben kann, ins Sand gesetzt. Wir werden es gleich wissen. Lalalala. Weg mit dem Scheiß hier. Ja, ich weiß, der Sack macht es jetzt extra spannend. Mache ich auch. Runter muss der Mist sowieso. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hey. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier noch Klebeband drauf ist. Und hier herin ganz gewaltig nach geschmolzenem Plexiglas stinkt. Ich klebe das Ding hier jetzt noch fest. Miteinander verschmolzen oder was? Ich glaub's ja gar nicht. Tja, ich würde mal sagen, das könnte funktionieren. Ach du Scheiße. Leute, wisst ihr, was nicht funktioniert? Der Abstand. Der Abstand, dass ich das verschrauben kann. Meine Fresse, was habe ich da wieder gemessen? Verdammte Axt! Habe ich die gemessen gehabt? Wäre auch möglich. Ah, fuck it. Da geht's. Okay. Was sagt uns das? Ja, ganz einfach. Ich habe die Oberfräse zu früh aufgeräumt. Ich werde hier noch ein bisschen runterfräsen, damit wir die festschrauben können. Was für ein Mist! Ah, leck mich doch am Ärmel! Ich steck ab! Ich dreh am Rad! Yeah.
Naja, ich habe hier ja auch ein etwas dickeres Brett genommen. Ach, die Kämme ist wieder viel zu hoch. Und wieso, weshalb, warum, habe ich ja, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Genau in der Mitte von dem Brett, nee, nicht in der Mitte, leicht versetzt, wird dann auch noch außenrum die Nuten eingefräst und da kommt auch noch so ein T-Molding rum. Ja, und deswegen haut es nämlich mit der, nee, nicht deswegen, und mit der Plexiglasscheibe haut es nämlich genau hin, ja, dass das T-Molding sauber link oben und unten abschließt. Naja, okay. Nochmal fräsen. Ha, ich habe ja sonst nichts zu tun. Mir geht's doch wunderbar. Also sprich, hier vorne werden ja die Ecken noch abgerundet. Auch das Plexiglas wird abgerundet. Und dann soll das T-Molding schön über die Rundung bis hier reinlaufen und hier eben dann entsprechend der Rundung dann ausgeschnitten werden, dass das richtig geil aussieht. Ja. Hier unten runter, das Holzbrett muss ich noch aussägen, dann die Seitenbalken für das Joystick-Geraffe muss ich noch aussägen. Hier, dass man die Buttons ja auch festschrauben kann noch ein bisschen. Also den und den muss ich ein bisschen wegsägen und da hinten ein bisschen. Ja, und dann, und dann, und dann, und dann werde ich das Ding soweit hier fixieren. Eins, zwei, drei, vier Löcher. Ja, müsste ausreichen. Verschrauben. Dann wäre es dann auch komplett fest. Hier natürlich jetzt noch die Dinger ein bisschen abschleifen, entgraten, wenn er gerade dran ist. Ja, ein bisschen. Hier habe ich ja ins Plexiglas versenkt, dass die Buttons im Plexiglas ein bisschen versenkt sind. Naja, gut, ganz mittig habe ich das nicht getroffen. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Naja, und das mache ich jetzt soweit alles fertig. Und danach wird alles wieder zerlegt. Und lackiert und ach, Klump und Teufel, aber das seht ihr dann das nächste Mal. An dieser Stelle beende ich jetzt dieses Video. Sagen wir mal, das Kabinett ist soweit fertig. Die Kleinarbeiten mache ich halt jetzt noch in Ruhe. Ja. Und danach kann es dann auch schon weitergehen. Ja, mit dem Spachtelzeug und das. Aber dazu hole ich euch dann wieder dazu. Also dann. Ciao, Jakowski. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich kriege ich dann nicht wieder einen Lachflash.